Einen wunderschönen guten Abend aus dem Bernhardinum an der Hochschule Heiligenkreuz. Ein herzliches Willkommen allen, die hier sind, den Studenten, Studentinnen, Professoren, Professoren auch von anderen Einrichtungen und allen, die gekommen sind, zum letzten Vortrag in der Reihe 7 über 7 in diesem Semester. Das heißt, das ist jetzt der Höhepunkt. Und ich darf sehr herzlich begrüßen Frau Dr. Misia Sophia Doms. Wir haben uns kennengelernt Anfang dieses Jahres bei einem Vortrag über die Verklärungsperikopen von Professor Marius Reiser, der auch hier ist, den ich auch sehr herzlich begrüßen darf. Und Sie sind eine habilitierte Germanistin und Literaturwissenschaftlerin und Sie waren damals mit dabei beim Essen, so haben wir uns kennengelernt und so ist die Idee entstanden, dass wir Sie auch herzlich einladen wollen zu einem Vortrag. Titel des Vortrages: Zwischen Hirn und Heil. Jetzt sage ich es richtig, vorhin bei der Montagsmesse habe ich es in meinen eigenen Worten gesagt. Zwischen Hirn und Heil, die Seele in der geistlichen und weltlichen Literatur von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Wir freuen uns sehr auf Ihre Einführungen und danken herzlich für Ihr Kommen. Ja, ich danke ganz herzlich, dass ich hier sprechen darf. Das ist mir eine sehr große Ehre und Freude. Die nachfolgenden Betrachtungen werden sich wirklich in einer überblicksartigen Schnellreise durch die weltliche und geistliche Seelendarstellung in der neuzeitlichen Literatur und hier mit einem Schwerpunkt auf der Literatur des deutschsprachigen Raumes befassen. Da wir sehr kursorisch bei der Betrachtung bleiben müssen und ich deshalb, weil ich nicht anders kann, ganz entscheidende Dimensionen der literarischen Seelendarstellung hier unterschlagen muss, freue ich mich schon jetzt sehr auf Ihre Fragen, die mir vielleicht helfen, da noch nachträglich Stoff einzubauen, den ich jetzt nicht einbauen konnte. Im vielstimmigen Chor haben es sich europäische Wissenschaftler und Literaten des 18. bis 20. Jahrhunderts zur Aufgabe gemacht, das Konzept einer unsterblichen Seele zu diskreditieren. Oft liest oder hört man bis in unsere Tage hinein einen Aphorismus, der Rudolf Virchow zugeschrieben wird. Nach Ansicht von Christian André aber wohl gar nicht von diesem großen Pathologen stammt. Zitat: Ich habe tausend Leichen seziert und nie eine Seele gefunden. Wieso ein Teil des Menschen, den man als unsichtbar und immateriell begreift, bei der postmortalen Leicheneröffnung mit einem Mal sichtbar werden soll? Und warum man überhaupt im toten Leib nach der Seele sucht, wenn diese eigentlich als eine Art Motor für den lebendigen Leib verstanden wird? Darauf gibt das zum Gemeinplatz avancierte Diktum keine Antwort. Wo man weder an eine Seele noch an eine Auferstehung glaubt, bietet der Blick auf den Leichnam Anlass zur Ernüchterung und zu Sarkasmus, zu narzisstischer Kränkung oder gar zur Verzweiflung. Kaum jemand hat dies eindrucksvoller auszudrücken vermocht als der Dichterarzt Gottfried Benn, der nicht müde wurde, von der empörenden stofflichen Entwertung des Menschen im Tod zu schreiben. In seinem Gedicht Fleisch verfällt das lyrische Ich angesichts der Beobachtung, dass die Verwesung des Hirns in der Leiche nicht minder rasant fortschreitet als die Verwesung des Gesäßes und der Gedärme, geradezu in verzweifelte Raserei. Ich brülle, Geist, enthülle dich, ein Fleckchen, ein Fleck, der gegen die Verwesung spräche, das Fleckchen, wo sich Gott erging. In Benns ungleich bekannterem Gedicht Kleine Aster können wir gleichsam miterleben, wie aus der Perspektive des Materialismus der Seelenglaube zu Grabe getragen wird. Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhell-lila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, muss ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Brusthöhle zwischen die Holzwolle, als man ihn zunähte. Trinke dich satt in deiner Vase. Ruhe sanft, kleine Aster. Zunächst befindet sich die titelgebende Blume zwischen den Zähnen des ersoffenen Bierfahrers.
Hier erinnert sie gleichsam an den todesbedingten Austritt des Seelischen über den Mund. Gleitet sie bald darauf im Prozess der Leichenzergliederung in das nebenliegende Gehirn, so befindet sie sich nun an einer Stelle, an der die Seele wiederholt von Philosophen und Anthropologen seit der Antike verortet worden ist. Seit René Descartes scheint sie dort endgültig beheimatet. Der Pathologe allerdings, der hier als Sprecher fungiert, holt die Blume aus dem Schädel heraus und bettet sie um. Sie findet nun in der Brusthöhle des Verstorbenen ihre letzte Ruhe, einer Körperhöhle, in der nach der Entnahme des Herzens im Rahmen der Sektion ein Loch entsteht, das nun mit Holzwolle ausgestopft werden muss. Damit gelangt die kleine Aster wie zufällig in die zweite Körperregion, die traditionell als Wohnsitz der Seele gedeutet wird. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, heißt es ja, viel zitiert, schon in Goethes Faust. Im Gedicht Benz wird die Brusthöhle zur Vase, in der sich die vom Pathologen absichtsvoll dort platzierte Blume nun an den Verwesungssäften des Leibes satt trinken kann, die das Seelenvakuum füllen. Wehmütig und zugleich provokativ stimmen die Verse einen dezidiert antireligiösen Abgesang auf die Vorstellung einer immateriellen Seele und auch auf das Bild einer geistlichen Seelennahrung an. Nicht empört oder wehmütig, sondern ganz nüchtern lesen sich hingegen die Zeilen, die der Anatom und Plastinator Gunther von Hagens zur Frage nach der Existenz und dem postmortalen Ort des Seelischen formuliert. In einem Essay, der bereits in den ersten deutschsprachigen Katalog zu seiner Ausstellung Körperwelten aufgenommen wurde, wirft er die Frage auf, ob es wohl ein Überleben der psychischen Dimensionen des Menschen außerhalb des toten Leibes geben kann. Zitat: Die Funktion der Gehirnzellen mit ihren darin gespeicherten Erinnerungen bricht mit dem Tod zusammen. Das macht es wahrscheinlich, dass mit dem Tod das Erinnerungsvermögen erlischt. Doch ohne jede Erinnerung kein Ich-Bewusstsein und ohne Ich-Bewusstsein keine individuelle Seele. Die entscheidende Frage ist damit, gibt es ein nicht an das Gehirn gebundenes individuelles Erinnerungsvermögen? Wenn ja, entfleucht dieser Teil des Gehirns und lässt das Gehirn als leeren Seeleneimer zurück? Auf den ersten Blick hat von Hagens Meditatio Mortis et Anime die Gestalt einer offenen Frage nach Seele und Unsterblichkeit. Bei näherem Hinsehen sieht man aber, dass durch die Wahl der Metaphern eine abschlägige Antwort auf diese Frage bereits erfolgt. Gäbe es eine Seele, dann wäre sie nämlich ein unsteter Geselle, ein komischer Vogel, jederzeit bereit, dem Leib zu entfliehen und mit ihrem Exodus das anatomische Wunderwerk Hirn zum sinnentleerten Seeleneimer zu entwerten. Ich hätte bald gesagt, zu profanieren, doch widerspräche dies der seziermesserscharfen materialistischen Logik, die der Text für sich beansprucht. Zu fragen wäre hier freilich, ob nicht aus der materialistischen Sicht der Neurowissenschaft das Gehirn bereits durch den Tod endgültig profaniert ist. Was ist das neuronale Netzwerk denn, wenn nach dem Erlöschen der elektrischen Reizweiterleitung weder Erinnerung noch Bewusstsein noch Identität erhalten bleiben, überhaupt noch anderes als ein leerer, wertlos gewordener Eimer oder eben Bens Vase voller Verwesungssäfte? Wieso wird hier die entfleuchende Seele, die doch nach der Darstellung des religionsfernen Anatomen immerhin retten könnte, was zu retten ist, mit der Entwertung des Hirns in Verbindung gebracht und dieser Wertverlust nicht schlicht und ergreifend auf die Vergänglichkeit des Leibes selbst zurückgeführt? Der Grund für diese Umständlichkeit liegt, so darf man annehmen, neuerlich darin, die Vorstellung von einer Seele diskreditieren zu wollen. Das säkulare Bild von der unsteten, sich fluchtartig aus dem Leib zurückziehenden Seele, das von Hagens aufruft, um diesen Teil des Menschen gleichsam von vornherein lächerlich zu machen, ist nicht so neu, wie es scheint, sondern vielmehr mehr als 2000 Jahre alt. Wir begegnen ihm bereits in einem Gedicht, das nach der Überlieferung der Historia Augusta Kaiser Hadrian auf seinem Sterbebett erdacht haben soll. Animula vagula blandula hospes comesque corporis, quel nunc ab ibis in loca pallidula rigida nudula nec ut soles dabis jocos. Hiermit eine Übersetzung auf der Folie zu finden. In diesen Versen tritt die Seele nicht als unsterblicher Identitäts- und Bewusstseinsgarant, sondern im Gegenteil geradezu als Ursache der Sterblichkeit in Erscheinung.
indem sie sich schnöde vom sprechenden Ich trennt und in das Unverfügbare des Hades verschwindet, löscht sie die Existenz des Ich aus. Eine Vorstellung, die dem jüngeren säkularen Selbstverständnis des Menschen gleichsam aus der Seele zu sprechen scheint. Unzählige Male begegnen wir diesen Versen im World Wide Web, aber wir stoßen beispielsweise auch schon bei Hugo von Hofmannsthal auf eine, wie ich finde, doch sehr deutliche Rezeptionsspur, wenn er melancholisch dichtet: O Wesen nie verkannt, das fort sein wird und auch für immer fort. Durchsichtiges Ding, geschwinder kleiner Dämon, vogelhaft, durchschlüpfend lautlos Zweig und Zweig. Gar niemals sehe ich dein Gesicht, du bist auf Arbeit aus oder du liegst im Schlaf. Und wo du den Schlaf verbirgst, das weiß kein Mensch. Dich fängt kein Netz, dich band kein Spruch, dich sieht kein Aug, dich weiß kein Hirn. Und doch, du lebst und deine kleinen Taten sind wirklich. Alexanders Perserzug und Cäsars Krieg um Rom nicht wirklicher. So alt das melancholische, zutiefst beunruhigende Bild von der vagabundierenden, den Menschen im Stich lassenden Seele ist, so wenig kann man davon sprechen, dass diese Vorstellung das abendländische Denken kontinuierlich durchziehe. Wir haben einen ziemlich großen Zeitsprung zu überbrücken von Hadrian zu den Rezeptionsspuren in den letzten anderthalb Jahrhunderten. Maßgeblich für die hochmittelalterliche und neuzeitliche Vorstellung von der Seele sind, mindestens bis weit in die Neuzeit hinein, vielmehr zwei Seelenlehren, die sich von der Vorstellung des Hadrian radikal unterscheiden: die aristotelische und die platonische Psychologie. Die Seelenlehre des Aristoteles weist die Vorstellung einer unstet vagabundierenden Seele, die den Körper im Stich lässt, schon insofern zurück, als sie hier ja als Bild und Form und Antriebsmotor des Körpers bestimmt wird. Damit wird sie zu einer Größe erklärt, die ohne eine Bindung an den Leib entweder gar nicht oder nur in vorübergehendem Mangelzustand existieren kann. Die zweite Interpretationslehre-Linie kommt dabei vor allem aus der christlichen Fortschreibung des Aristotelismus, die die Philosophie des Stageriten und die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele in Einklang zu bringen sucht. Die Seelenlehre des Platonismus, die zweite große Traditionslinie von Mittelalter und Neuzeit, setzt sich von Hadrians Blick auf die psychische Dimension des Menschen insofern ab, als hier der Austritt der Seele aus dem Leib den Menschen gerade nicht ins Unglück stürzt, sondern ihm, zumindest bei entsprechender Lebensweise, in Form der Ideenschau eine Glücksperspektive zu bieten vermag, die ihm in der leiblichen Existenz verwehrt oder jedenfalls nur sehr mühsam auf umständlichen geistigen Pfaden teilweise möglich ist. Es ist vor allem die weltliche Dichtung des 19. und 20. Jahrhunderts, die sich von Aristoteles und Platon verabschiedet und Hadrian für sich entdeckt. Sie nimmt den Grundgedanken der Unzuverlässigkeit der Seele, ihres beunruhigenden Heraustretens aus dem Verbund des Ich, immer wieder in den Blick, so heißt es beispielsweise in Else Lasker Schülers Gedicht Gedenktag: Begraben habe ich meinen Leib im kühlen Sand, doch meine Seele will von dieser Welt nicht gehen und hat sich von mir abgewandt. Noch bedrohlicher erscheint das Entfliehen der Seele in den folgenden Versen Kurt Drawarts, in denen das Psychische im Übrigen neuerlich als vogelartig unstetes Wesen erscheint. Oder bin das schon ich, das da, der da fliegt, das Gefieder allmählich verlierend zwischen Glaswand und Glaswand, gestern und morgen wiege und bahre, von mir fort, zu mir hin, von mir fort, und das Gehirn immer noch schlagend gegen die sechsfach gleichen Scheiben, hinter denen das Ersehnte auch nicht beginnt, aus der Sicht von hier draußen? Wie ein junger Vogel oder wie die Gefangenen im platonischen Höhlengleichnis ist die Seele im Zwischenraum eines Doppelfensters oder zwischen den Wänden eines gläsernen Vorbaus eingesperrt. Auch wenn sie sich, anders als das im Leib verwurzelte Gehirn, von der physischen Materialität in irgendeiner Form losreißen kann, sie ist ja nicht mehr wirklich im Leib enthalten oder im Hirn enthalten, gelingt es ihr nicht, ins ersehnte Offene vorzustoßen. Aus der Falle des Leibes befreit, wartet eine neue Falle auf die psychische Dimension des Menschen, die ihr den Blick versperrt und die erhoffte Erlösung verweigert.
Das Schlimmste in der neuen Situation liegt meines Erachtens darin, dass die Seele federn lässt. Sie verliert ihre Flügel wie Ikarus. Statt dass ihr der Aufstieg zur Freiheit, zur Sonne möglich würde, droht ihr mindestens mittelfristig, wenn sie hier so weitermacht, der Absturz. Der Titel von Draberts Gedicht, er lautet Projektion, und das Motiv der Glasscheiben, zwischen denen sich der flatternde Seelenvogel fängt, rufen zugleich eine der zentralen Metaphern für die Entfremdung zwischen Seele und Subjekt auf. Das Bild des Blicks in den Spiegel. Die Spiegelmetapher für die kritisch prüfende Auseinandersetzung mit der Beschaffenheit des eigenen Inneren zu verwenden, hat dabei eine lange Tradition. Schon in Spätmittelalter und früher Neuzeit haben Textgattungen wie der Beichtsünden- oder Narrenspiegelkonjunktur. Die Selbstreflexion führt zur Verdopplung des menschlichen Innern und damit zur oft schmerzlichen Distanzierung zwischen dem Ich des Gedichts und dem in der Reflexion betrachteten Seele. Und diese Tendenz nimmt im 19., 20. und 21. Jahrhundert zu. Wenn das Ich in Gedichten aus dieser Zeit in den Spiegel blickt oder auch in anderen Texten der Zeit, dann trifft es dort oft auf ein feindlich beunruhigendes, abweisendes oder traurigkeiterregendes Gegenüber. So ist in Georg Trakls An Mauern hin etwa die Rede von einem, Zitat, Schnee und Aussatz, der die, Zitat, kranke Seele erfüllt hat. Und diese kranke Seele betrachtet dann, noch einmal Zitat, finster ihr Bild im Sternenweiher. Diese Verse lassen nicht zuletzt deutlich werden, was am Blick in den Seelenspiegel so erschreckend ist. Er macht die Unzulänglichkeit des eigenen Inneren offenbar. Auf dem Grunde des im Weiher gespiegelten Sternenhimmels erkennt die Seele, dass sie weder dem gestirnten Himmel über sich noch dem moralischen Gesetz in sich gerecht wird, ja gerecht werden kann. Hier nicht in voller Länge vorstellen, kann ich das für dieses Thema auch einschlägige Gedicht Das Spiegelbild von Annette von Droste-Hülshoff. Das Ich dieses Gedicht sieht im Spiegel, Zitat, zwei Seelen, die wie Spione sich umschleichen. Liebenswert und bewundernswert, klug und kindlich tritt dem Ich die eine dieser beiden Seelen oder Seelendimensionen entgegen. Ihr fühlt es sich durchaus nahe. Die andere Seele oder Seelendimension aber ist dem Subjekt des Gedichts in ihrer kaltverächtlichen Art hassenswert und fremd. Insgesamt überwiegt bei der Betrachtung der zwiefältigen, redlich-unredlichen Seele im Spiegelbild auch hier der Eindruck der Fremdheit. Phantom, du bist nicht meinesgleichens. Meinesgleichen ruft der Sprecher ausdrücklich aus. Von innerseelischen Verwerfungen, die aus der einen Seele eine undurchschaubare, fremdartige Seelenvielfalt werden lassen, liest man auch in Franz Werfels Gedichten. In Zerfall etwa findet sich der markante Vers »Überall in meiner Seele höre ich das Rascheln der Entzweiung« und in Tiefen begegnen dem Leser unter anderem die folgenden Fragen. Und wo war deine Seele, als unseren Raum die Mitternachtsuhren durchpochten? Sie ging ohne Schatten im Mond über Schnee, verloren und in sich verflochten. Und als die Schwinge des Sterns heran die neue Stunde getragen, sie zechte zu zweit und vergoss den Wein. Unterm Tisch lag der Dritte erschlagen. Während sich im Gedicht Droste-Hülshoffs das Ich wenigstens noch von guten Teil seiner Innenwelt angesprochen fühlen kann, erscheint die psychische Gemengelage in Werfels Versen dem Ich vollends fremd. Das lyrische Subjekt findet keinen Zugang mehr zu seinen unberechenbaren Seelendimensionen, von denen einige möglicherweise gar über Leichen gehen. Während in Eichendorffs allseits bekanntem Gedicht Mondnacht das Mondlicht zu einer Annäherung von Himmel und Erde führt, und der Seele Flügel verleiht, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus, kostet in Werfels Gedicht das Licht des Erdtrabanten die Seele ihre Identität. Wenn sie im Mondlicht ihren Schatten verliert, wird sie zu einem anderen Peter Schlemihl oder zum vampirartigen Wiedergänger. Nächtlich unheilvolle Bilder von der Seele begegnen uns in der Dichtung des 20. Jahrhunderts auch andernorts. So wird sie etwa in Thomas Wolfes Roman Lacombe Angel
in einer nächtlichen Traumvision zum düsteren Weltenlabyrinth, in dem sich der junge Protagonist Eugene verliert. Nach einem geisterhaften Zwiegespräch mit seinem verstorbenen Lieblingsbruder Ben gerät er in der Hoffnung auf Heil und Rettung immer weiter in die Tiefen der Seele hinein, ohne darin das ersehnte verlorene Paradies, die vergessene Sprache, das heißt die verborgene Tür, das heißt letztlich die Erlösung zu finden, nach der er von Kindheit an gesucht, nach der er sich von Geburt an gesehnt hat. He stood naked and alone in darkness, far from the lost world of the streets and faces. He stood upon the ramparts of his soul, before the lost land of himself, heard inland murmurs of lost seas, the far interior music of horns, the last voyage, the best. Hier kommt es zu einer wirklichen Erwartung, dass man in der Seele etwas findet. I shall find no door in any city, but in the city of myself, upon the continent of my soul, I shall find the forgotten language, the lost world, a door where I may enter, and the music, strange as any ever sounded. Soweit die Hoffnung. Aber gleich danach heißt es, I shall haunt you, ghost, along the labyrinthine ways, until, O Ben, my ghost, an answer. Die erhoffte Antwort wird hier nicht gefunden. Der narzisstisch nach innen auf seine eigene Seele hin konzentrierte Mensch findet in den zur Welt, zum Universum vergrößerten eigenen Innenräumen nicht das, was er sucht. Statt erlösender Begegnung erlebt er dort tiefste Einsamkeit oder gar jene abgrundtiefe Verzweiflung, von der Joseph Conrads Heart of Darkness handelt. In diesem Text versucht der Erzähler, den moribunden, nächtlich aus dem Krankenbett geflohenen Protagonisten Kurz am Rande des Dschungels wieder einzufangen und wird dabei Zeuge einer mit sich selbst kämpfenden, wahnsinnig gewordenen Seele. If anybody had ever struggled with his soul, I'm the man. His soul was mad. Being alone in the wilderness, it looked within itself and, by heavens, I tell you, it had gone mad. I saw the inconceivable mystery of a soul that knew no restraint, no faith and no fear, yet struggling blindly with itself. Kurz intrapsychischer Kampf endet mit den erschütternden Worten, also im Sterben, the horror, the horror. Vielleicht sehen Sie jetzt Marlon Brando in Francis Ford Coppolas berühmtem Film Apocalypse Now vor sich, der ja wesentlich Conrads Erzählung verarbeitet. Ich denke, es hätte kaum einer besser darstellen können, wie diese finale Szene von Kurz Leben aussieht. Die bisher vorgestellte Reihe von skeptischen und melancholischen Auseinandersetzungen mit der Seele in der Dichtung, aber auch in der Essayistik und Aphoristik der Neuzeit ließe sich beliebig fortsetzen. Wo die Existenz der Seele nicht brüsk zurückgewiesen wird, bereitet es den literarischen Subjekten der jeweiligen Texte vielfach geradezu physische Pein, sich mit dem Seelischen auseinanderzusetzen. Ihnen scheint es ähnlich zu gehen wie den Zeitgenossen Blaise Pascals im 17. Jahrhundert, über deren Einstellung zur Seele der französische Philosoph in seinen Pensées nachgedacht hat. Pascal merkt an, dass der Seele aufgrund der vielfältigen Anforderungen des irdischen Lebens zwar ohnehin nur wenig Zeit zum Nachdenken über sich selbst bleibe. Mais ce peu qui lui reste l'incommode si fort et l'embarrasse si étrangement qu'elle ne songe qu'à le perdre. Ce lui est une peine insupportable de vivre avec soi et penser à soi. Die Seele kann, so heißt es in der hier entworfenen prägnanten Metapher, weder mit sich selbst zusammenleben, noch erträgt sie es, über sich selbst nachzudenken. Daher ergibt sie sich, wo es geht, der Ablenkung von sich selbst. Das setzt sie so lange fort, bis sie eines Tages beim besten Willen keinen Weg mehr zu sich selber findet. Jenen Zustand, in dem die Seele überhaupt unzugänglich wird, bringt der bayerische Liedermacher Konstantin Wecker in seinem Lied »Es geht zu Ende« von 2011 auf den Punkt, das den Zustand eines sterbenden Mannes wie folgt skizziert. Ach, wie viel Zeit vertan am Tresen, mit Sprüche klopfen, witzig sein. Der falsche Weg, in seine Seele ließ er nicht mal sich selbst hinein. Jetzt wird er gern noch einmal in sich gehen und stößt an Mauern, lässt betrübt auch diese Hoffnung fahren und muss sehen, er hat den Weg zu sich noch nie geübt.
Angesichts der bisher betrachteten dichterischen Äußerungen zur Seele mag der Eindruck entstehen, als böten sich für den Umgang des Menschen mit diesem Gebilde nur drei Alternativen an. Erstens, ihre Existenz klar zu verneinen und sie, sich selbst als ein rein materielles Wesen zu betrachten. Zweitens, den Gedanken an die Seele auszublenden und sich möglichst gut von ihr abzulenken. Oder aber drittens, an der Betrachtung des eigenen Inneren und seines mehr oder weniger heillosen Zustandes zu verzweifeln. Tatsächlich aber geschieht dort, wo man sich in Form der zuletzt erwähnten Selbstbespiegelung auf die Seele einlässt, etwas reichlich Künstliches. Der Mensch, das Zoon Politikon, lässt die eigene Innenwelt fein säuberlich aus jenem Netz von Beziehungen herausfallen, löst sie geradezu sezierend heraus, in das sie aufgrund der sozialen Wesensart des Menschen doch eingesponnen ist. Kein Wunder eigentlich, dass der Blick in die Seele dort, wo sie ihrer Umwelt, ihres natürlichen Lebensraums beraubt ist und gleichsam verstümmelt unter dem Mikroskop liegt, den Betrachter verstimmen und mit Traurigkeit erfüllen muss. Tatsächlich finden wir dort, wo die Fäden, die die Seele nach außen spinnt, nicht abgeschnitten werden, dort, wo die Seele in ihrem Verhältnis zu Mitmenschen, zur Natur, zu Gott in den Blick literarischer Texte gerät, deutlich hoffnungsvollere Bilder. Wo das Subjekt nicht bei der Analyse seiner Seele stehen bleibt, sondern die Seele im Verhältnis zum anderen betrachtet, wird ihm das Geschaute durchaus erträglich. Als problematisch für die Seele erweist sich freilich die Instabilität der Beziehungen zum jeweils anderen. So weiß schon der frühneuzeitliche Petrarchismus, von den Zwischenspielen schmerzvoll gewaltsamer Affekte in der Liebe ein Lied zu singen, und ebenso ist sich schon die höfische Dichtung des Mittelalters darüber im Klaren, dass hinter jedem Locus Amoenus, jedem paradiesischen Naturschauplatz, ein Locus Terribilis, eine verzweiflungsstiftende, lebensfeindliche Wüste oder Wildnis auf den Menschen lauert. Auch die Selbstüberschreitung der Seele in Richtung auf Gott steht grundsätzlich im Zeichen von Instabilität. Es lohnte sich durchaus, in den folgenden Minuten etwa die Liedersammlung Heilige Seelenlust von Johannes Schäffler, besser bekannt als Angelus Silesius, auf diese Dynamik hin zu untersuchen. In Anlehnung an die Sprache des Hohen Liedes und die antike bukolische Dichtung lässt sich in diesem barocken Gedichtzyklus die Seele auf eine Liebesbeziehung zu Gott ein, die eine hohe Dynamik entfaltet. Immer wieder schlägt die beseligende Nähe zum göttlichen Geliebten um in schmerzliche Distanz, in ein Verlieren des Ersehnten, aus dem sich sodann eine neue Suchbewegung der Seele hin auf Gott ableitet. Doch habe ich mich dafür entschieden, im letzten Abschnitt meines Vortrages eine andere poetische Redeweise zu skizzieren, die in der Literatur zum Ausdruck der Beziehung zwischen Gott und Mensch verwendet wird. Die Sprache in räumlichen Bildern, die ich bereits vor mehr als einem Jahrzehnt in meiner Dissertation untersucht habe. Wo die Beziehung von Gott und Seele verräumlicht oder in ihrer räumlichen Dimension betrachtet wird, führt dies den Leser oder Sänger oder Betenden weg aus der vertrauten Sphäre des Zwischenmenschlichen und betont damit die Singularität des Verhältnisses der Seele zu Gott. Wie radikal sich die Beziehung der Seele zu ihrem Schöpfer von ihren Verflechtungen mit anderen Menschen unterscheidet, zeigt schon ein erster Blick auf ein Lied von Paul Gerhardt, sein Weihnachtslied mit dem Inzipit »Ich stehe an deiner Krippen hier«, das nachfolgend nicht in der aktuell gesungenen, gut bekannten Version, sondern im frühneuzeitlichen Originaltext zitiert wird und, weil lutherische frühneuzeitliche Lieder bekanntlich viele Strophen haben, auch nur in Ausschnitten. Von der Seele ist in diesem Lied zunächst einmal schon in der ersten Strophe kurz die Rede, wird sie doch nebst anderen Kernbestandteilen des Subjekts zur Krippe gebracht und dem dort liegenden Kind kurzerhand als Geschenk verehrt. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesulein, mein Leben. Ich stehe, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut. Nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Ein moderner Leser oder Hörer wird sich bei der Rezeption dieser Verse unweigerlich die Frage stellen, worin denn nun eigentlich der genaue Unterschied zwischen den Gaben besteht, die dem Christkind eine nach der anderen überreicht werden.
Wie divergiert der Geist vom Sinn? Wie kann man zwischen dem Mut, gemeint ist das Gemüt, dem Herzen und der Seele differenzieren? So wichtig diese Frage aber für ein genaues Studium der barocken Psychologie sein mag, zum Verständnis der Verse Gerhards erscheint sie mir letztlich von untergeordneter Bedeutung. Zwar sind mit den hier verwendeten Begriffen zweifellos verschiedene Dimensionen der menschlichen Innenwelt aufgerufen, mit dem Herzen etwa insbesondere die Affekte, während der Sinn sich auf die menschliche Fähigkeit bezieht, die aus den einzelnen Sinnen gewonnenen Erkenntnisse zu abstrahieren und zu synthetisieren. Mit dem Geist wiederum mögen insbesondere die obersten kognitiven Fähigkeiten des Menschen, also Verstand und Wille, aufgerufen sein. Doch wird man mit der Aufzählung meines Erachtens weniger darauf hingewiesen, dass sich die Innerlichkeit des Menschen in verschiedene Vermögen oder Dimensionen aufteilen lässt. Vielmehr wird vor allem unterstrichen, dass das Ich die Gesamtheit seiner psychisch-geistigen Innenwelt zur Krippe bringen möchte. Anders als in den eingangs betrachteten Texten aus der Pathologie geht es hier gerade nicht um eine Zergliederung des menschlichen Inneren, sondern im Gegenteil, und zwar hier realisiert über die Aufzählung, um eine doppelte Synthese. Die seelisch-geistigen Dimensionen des Menschen konstituieren sich zur Einheit, und zwar im Blick auf ein ganz konkretes Ziel, das Kind in der Krippe, auf das alle innermenschlichen Kräfte gerichtet, dem sie zugeeignet sind. Diese Synthesebewegung, in der sich die Seele mit Gott zu verbinden sucht, wird in einer späteren Strophe allerdings nur im Konjunktiv fortgesetzt. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen, und weil ich nun nicht weiter kann, so tue ich, was geschehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Der Sinn ist leider kein Abgrund und die Seele kein Meer, sodass die vollständige Aufnahme des bestaunten Gotteskindes in diese psychischen Innenräume nicht gelingen kann. Der Sprecher kann sich weiterhin nur auf die Betrachtung des Geschauten beschränken. Aber selbst wenn Seele und Sinn Meer und Abgrund wären, reichten ihre Dimensionen wohl noch nicht aus, um das Kind räumlich zu fassen. Schon Martin Luther hat ja in seinem Weihnachtslied vom Himmel hoch darauf hingewiesen, dass die ganze Welt viel zu klein ist, um dieses Kind räumlich zu umschließen. Und wär die Welt vielmal so weit von Edelstein und Gold bereit, so wär sie dir doch viel zu klein, zu sein ein enges Wiegelein. Betont Gerhards Lied in ehrfürchtiger Verneinungsgebärde die Unmöglichkeit, die Seele den Dimensionen Gottes anzupassen? Was eben das Luther-Zitat auch sehr schön unterstreicht, so wird der Leser von Angelus Silesius' Gedichtsammlung Cherubinischer Wandersmann direkt dazu aufgefordert, sich an diese Dimensionen anzupassen. Erweitert musst du sein. Erweitere dein Herz, so geht Gott da rein. Du sollst sein Himmelreich, er will dein König sein. Dass in einem solchen psychischen Erweiterungsvorgang kein Stein auf dem anderen bleiben kann, lässt sich eindrucksvoll durch einen Seitenblick auf einen deutlich jüngeren Text, nämlich auf die vierte der Hymnen an die Kirche von Gertrud von Lefort, zeigen. Das in dieser Hymne sprechende Subjekt beschreibt seine Begegnung mit der Kirche, die hier zugleich auch Gottesbegegnung ist oder auch als Gottesbegegnung zu verstehen ist, mit den folgenden Worten. Du hast meine Ufer weggerissen und hast Gewalt angetan der Erde zu meinen Füßen. Meine Schiffe treiben im Meer, alle meine Anker hast du gelichtet. Die Ketten meiner Gedanken sind zerbrochen, sie hängen wie Wildnis im Abgrund. Das Bild des Gottesabgrunds, das im letzten Vers von Leforts Gedicht aufscheint, sehr traditionsreiches Bild, weist gleichsam schon den Weg zu einem anderen Verfahren, in dem frühneuzeitliche Advents- und Weihnachtsdichtungen die nur begrenzt aufnahmefähige Seele und Gott in räumliche Übereinstimmung, Harmonie, Annäherung bringen. In Friedrich Spees Weihnachtslied zu Bethlehem geboren, will die Seele nicht selbst für Gott zum Abgrund werden, sondern sie entschließt sich zum Sprung in die Untiefen der göttlichen Liebe. Zitat, in seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab.
Davon unabhängig kann die adventlich-weihnachtliche Dichtung des Barock ihre Rezipienten auch daran erinnern, dass Gott die Seele des Menschen im Schöpfungsgeschehen von vornherein in den von ihm geschaffenen und von seiner Güte geprägten Raum hineingestellt hat, dass er sein Himmelszelt gezielt um die Lebenswelt der Menschen spannt. In Paul Gerhardts vergleichsweise unbekanntem Adventslied »Warum willst du draußen stehen?« wird das Herz daran erinnert, seines Himmels güldene Decke spannt er rings um dich herum. Im cherubinischen Wandersmann begegnen wir schließlich noch einem weiteren poetischen Bild, mit dem die frühneuzeitliche Advents- und Weihnachtsdichtung zu verdeutlichen sucht, dass Gott trotz seiner überwältigend großen Dimensionen für die Seele nicht unerreichbar bleiben muss. Das Große im Kleinen. Du sprichst, das Große kann nicht in dem Kleinen sein. Den Himmel schleust man nicht ins Erdenstüppchen ein. Komm, schau der Jungfrau und Kind, so siehst du in der Wiegen den Himmel und die Erd und 100 Welte liegen. Auch wenn nach den vorangehend zitierten Versen von Luther die Welt als Wiege Gottes nicht ausreicht, gelingt es im Rahmen der Inkarnation, die enge Krippe im Stall von Bethlehem zum Aufenthaltsort des menschgewordenen Gottes zu machen. Was dies für den Menschen bedeutet, bringt, und ich springe wirklich gerne hier zwischen den konfessionell unterschiedlichen Advents- und Weihnachtsdichtungen hin und her, wiederum Gerhard sehr schön auf den Punkt in einem Lied, das mit den Worten beginnt, »O Jesu Christ, dein Kripplein ist mein Paradies, da meine Seele weidet.« Nicht genug damit also, dass in den Raumbildern der barocken Weihnachtsdichtung Gott den Menschen dazu einlädt, zu arbeiten, wie wir es vorhin eigentlich auch gehört haben, dass wir uns auch bemühen sollen, in diesem Fall zu arbeiten durch die Ausdehnung der eigenen Innenräume. Nicht genug damit, dass vom Herzen gefordert wird, sein Hineingestelltsein in den göttlichen Schöpfungsraum zu meditieren und sich in die unendliche Weite der göttlichen Liebe zu versenken. Ein Gott, der sich so weit verkleinert, dass er in die Krippe passt und sie für die meditierende Seele zu einem neuen Paradies werden lässt, trägt vielmehr auch selbst aktiv dazu bei, für die psychischen Innenräume des Menschen im Wortsinne fassbar zu werden. Ungeachtet der im menschlichen Innern herrschenden Enge kann er sich jederzeit entschließen, dort einzuziehen. Und hier komme ich noch einmal auf dieses Adventslied »Warum willst du draußen stehen?« zurück. Diese zuerst zitierten Verse kommen eigentlich später. Zunächst heißt es, freu dich, Herz, du bist erhöret, itzo kommt er und zeucht ein. Sein Gang ist zu dir gekehret, heiß ihn nur willkommen sein und bereitet dich ihm zu, gib dich ganz zu seiner Ruh. Und dann kommt seines Himmels güldene Decke, spannt er rings um dich herum. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Menschen gerade einen Gott, der sich den Dimensionen seiner Geschöpfe anpasst, ein Gott, der sogar in ihr Inneres einzieht, um ihnen nahe zu sein, wegen seiner geringen Größe und auch wegen seines innermenschlichen, intrapsychischen Aufenthaltsorts gar nicht mehr als solchen erkennen. Das könnte man sicherlich auch sehr schön an der frühneuzeitlichen Dichtung zeigen, aber auch gerade in unseren Tagen gibt es dazu eine schöne Gedankenkette, nämlich Kurt Martis Gedicht »Großer Gott, klein«. Großer Gott, uns näher als Haut- oder Halsschlagader, kleiner als Herzmuskel, Zwerchfell oft, zu nahe, zu klein, wozu dich suchen? Wir, deine Verstecke. Die vorangehenden Versuche, die Begegnung zwischen Seele und Gott in räumliche Bilder zu fassen, machen insgesamt keinen Hehl aus den Hürden, den Paradoxien, den Mühen und Schwierigkeiten eines solchen Zusammentreffens. Doch steht eines außer Frage. In den untersuchten Textpassagen erscheint die Seele in einem aus der Selbstbespiegelung befreiten, in einem verwandelten Zustand. Von der im Wortsinne Eindringlichkeit der Gottesbegegnung absorbiert, hat sie keine Möglichkeit mehr, sich ausgiebig mit sich selber zu befassen. Sie ist nicht länger auf ihre eigene Zerrissenheit und moralische Zwiespältigkeit fixiert, wie bei Droste-Hülshoff, Trakel oder Werfel in den vorangehend zitierten Versen.
Sie lässt nicht mehr federn bei dem Versuch, sich aus der bedrückenden Lage und Enge zu befreien, in der sie im Gedicht Trawatz steckt. Sie sucht nicht mehr in und bei sich selbst nach einer ihr letztlich verweigerten Erlösungssphäre wie in Wolfs Look Homeward, Angel. Wenn sie oder das ihr, wie Sie schon gemerkt haben, nahe verwandte Herz sich in sich selbst versenkt, dann nur, weil sie in sich Größeres erfährt. Ich höre, so sagt Rosa Ausländer im Gedicht Mysterium, ich höre das Herz des Himmels pochen in meinem Herzen. Zwar muss die Seele sich, wie gezeigt werden konnte, eingestehen, dass sie mit der Aufnahme des göttlichen Du insofern Schwierigkeiten hat, als sie davon wirklich überfordert und diesem Prozess wirklich nicht gewachsen ist. Doch entspricht die Unfähigkeit der Seele, mit diesem Gegenüber fertig zu werden, letztendlich genau ihren Bedürfnissen. Denn, und das bringt Friedrich von Hardenberg alias Novalis sehr schön in einer seiner geistlichen Hymnen zum Ausdruck, Unersättlichkeit und ewiger Durst gehören zu ihren Wesenseigenschaften, gehören zu den Charakteristika der menschlichen Seele, weshalb sie auch an keinem anderen Tisch ihre Seligkeit finden könnte, als am bei Novalis eucharistisch zu deutenden, Zitat, Tisch der Sehnsucht, der nie leer wird. Um mit solchen Forderungen nach Zuwendung und Liebe mitzuhalten, braucht es schon ein göttliches Gegenüber. Dass es überirdischer und übermenschlich großer Ressourcen bedarf, um den Sehnsüchten der Seele zu begegnen, hat schon anderthalb Jahrhunderte vor Novalis Martin Rinkhardt erkannt. Die zweite Strophe des von diesem Autor verfassten Liedes »Nun danket alle Gott« soll hier, weil sie mir schon seit Jahr und Tag in besonderer Weise aus der Seele spricht, unter allen Versen das letzte Wort haben, obwohl hier, das möchte ich noch ergänzen, eigentlich nur das Herz genannt ist. Aber ich denke, die Unersättlichkeit der Seele oder dieses Ungenügen, sich vorschnell abspeisen zu lassen, spricht doch sehr schön aus diesen Versen. Der ewig reiche Gott woll uns auf unser Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Das, meine Damen und Herren, wünsche ich uns allen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Frau Dr. Misja Doms, ich bin wirklich froh, dass Sie gekommen sind. Das war sehr, sehr beeindruckend. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal wo nachlesen können. Da können wir noch drüber reden vielleicht. Der zweite Teil Ihres Vortrags, der hätte fast schon als auch eine Vorlesung im Bereich spirituelle Theologie durchgehen können. Es war für mich wirklich bewegend und berührend, das zu hören.